Recht herzlich willkommen zur 149. Folge von Avarion. Ja, wir sind durch das Tor schon durchgesprungen und sind jetzt im nächsten Sektor und wollen jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo was entdecken, was uns weiterhelfen könnte. Jetzt hatte ich eben... Suche jetzt mal nach einem Asteroiden, den wir noch bevölkern könnten, aber hier wird wahrscheinlich nichts sein. Machen wir die Map auf. Wie geht's denn hier weiter? Okay, wir sind hier irgendwo auf dem Rückzug. Ist das richtig? Und dann hier lang? Ja, wo waren wir denn? Sind wir nicht da unten weiter? Wollten wir nicht da unten weiter oder so? Ach, wir wurden angegriffen und sind geflohen. So war das. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Weg nach da links, da hoch nochmal, oder? Da könnte man auch so direkt hinspringen, ne? Machen wir mal. Sprungroute berechnet. Da müssen wir lang. Wir hatten uns zuletzt die Waffen angeguckt, weil wir die verbessern wollten. Aber das wollten wir machen. Eigentlich schon, ne? Okay. Kann man schon springen? Jo. Der Sound für den Sprung, den habe ich auch noch nicht gehört, oder? Der war auch neu. Okay. Hier geht nur ein Tor weiter nach da dann. Neues Angebot. Da sind die zwei Tore. Nord-Nordwest, und das ist das, wo wir normalerweise hergekommen wären dann wahrscheinlich. Hatten wir hier Asteroiden? Nein, haben wir nicht. Also können wir gleich durchfliegen. Dann einmal beschleunigen. Die Uize. Schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Sprung 33 Sekunden. Okay, lädt sich wieder auf. Da sind wir im Sprungtor. Und nächste Sektor lädt besonders lange. Da sind wir aber. Kann das sein, dass hier so Asteroiden sind, die man... Also da hätte ich ja jetzt gesagt, ist einer, ne? Ist aber wohl doch nicht so. Die Uize sind wir ja noch. Weil wäre schon ganz interessant, dass wir jetzt hier noch was claimen können und wenn wir die verbessern, die Beziehung zu denen noch verbessern können, ne? Die war ja schon knapp auf normal gesprungen, ne? Da sehe ich jetzt aber keinen, oder? Da? Ist nichts zu entdecken. August nebenher so ein bisschen geflogen. Da unten ist nichts. Da oben auch nicht, außer die Bergbaustation da. Nicht wirklich, oder? Die sind noch nicht so einfach zu erkennen, ne? Mal in die Richtung gucken. Da ist auch nichts.
ist der nächste Haufen da. Da unten ist ein Tor. Haben wir schon geguckt, wo wir hin können? Nee, ne? Ach. Sackgasse. Okay. Sollen wir mal gucken. Ne. Das sind zwei. Das, ne, ist eine Bergbaustation. Ja. Sehen wir hier was oder sehen wir hier nichts? Das ist die Bergbaustation. Ist das da einer? Nein. Dahinter? Das ist die Station. Und dann sehe ich hier keinen, oder? Da ist auch wieder einer. Nee. Das sind zwei oder drei Asteroiden. Ist hier nichts, oder? Da ist wieder eine Station. Ist das da? Auch nix, ne? Ne. Hier ist auch nix. Das ist hier eine Station, klar. Da unten ist auch eine. Das war also nix. Tja, und dann? Würde ich sagen, gehen wir auf eine Karte und springen irgendwo hin, ne? Ich würde jetzt mal hier diesen Blips nehmen wollen. Sprung ist berechnet, das heißt, wir können durchstarten. Und was ist hier? Auf jeden Fall eine Verbindung zu nach dem da. Insgesamt Reparatur der Ressourcen Zerstörer Nordosttor. Wer ist denn hier zu Hause überhaupt? Ist das? Der Isio-Konzern ist das, okay. Tor ist da. Beziehungen sind neutral, würde ich sagen, ja. Springen wir mal durchs Tor und gucken dahinter, ne? Dingens gibt's ja nicht, ne, oder? Karte, dann sehen wir Asteroiden, nein. Na dann, auf ins Tor. Auf zum Sprung. Tja. Hinein. Das ging schnell. Karte. Weiterer Sprung möglich. Sonst. Nur zwei Tore. Steine, keine. Also, weiter. Außenbereich hier sozusagen, wo nichts los ist, ne? Obwohl hier, wenn man genug Kohle hat, kann man ja ein Imperium hier aufbauen dann, ne? Nord-Nordwest-Tor nach Shining Clouds 2. Na dann. Gucken wir mal, wie die leuchtenden Wolken aussehen, oder?
Dran sind wir. Durch sind wir. Karte. Nix los hier. Nur wir. Kreuzung aber. Puh, ich würde jetzt erstmal nach Osten fliegen wollen. Aber wir nehmen einfach das Tor, was hier kommt und fertig. Osten, Nordost. Genau, dann nehmen wir den. Das wollten wir ja auch. Vielleicht gibt es dann wieder eine Verbindung zum Netz. Vielleicht auch nicht. Muss mal gucken. Hier ist alles grau in grau. Aber hier sind schon die Uize wieder. Okay. Dann sind wir wieder im Bereich der Uize. Ist ja nicht verkehrt. Mit denen wollen wir eigentlich gucken, dass wir da besser kommen, oder? Hätte seine Vorteile. Gucken, was der nächste Sektor uns so bietet. Ah, auf jeden Fall Asteroiden. Oben stehen sie. Ich habe eben immer unten geguckt oder sowas. Ist das gleich einer? Nee. Nochmal Karte. Wir sind... Oh, da gibt's ein langes Sprungtor nach da hinten. Okay. Irgendwo muss es hier so ein Glibber-Ding geben. Keine Ahnung wo, aber irgendwo ist das hier. Oder? Haben sie das geändert? Tor nach Dying Torrent. Ich sehe das nicht. Oder es gibt wirklich ein richtiges Tor oder was? Aber das ist ein weites Tor, ne? Nordwesttor. Das ist das dann, oder was? Die haben tatsächlich ein großes Tor gebaut, was so weit geht, würde ich sagen, ne? Wenn man da jetzt mal reinguckt, das ist jetzt das Nordwesttor mit 20.000 und die anderen Tore. Ach, dann geht das wahrscheinlich nur über so einen Riss rüber. Weil hier sind Torgebühren 1.400, ne? Das ist ein kurzer Sprung. Alles klar. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde erstmal gerne hier ein bisschen gucken, ob wir da nicht was finden. Was uns sagt, hier ist ein toller Asteroid, den wir noch schnell verkaufen können. Weil das wäre jetzt noch vom Vorteil, dass wir mit den Uizen, sind sie doch, ne, oder? Ja. Noch uns besser stellen. Können natürlich hier ein bisschen Handel treiben, dann kriegen wir auch Points mit denen, ne? Aber die anderen Punkte gehen auch schnell, ne? Okay. Ist die Frage, ob wir mit denen was machen dürfen, sowieso, ne? Ist da noch was? Ne, ne? Ne. Gibt es denn hier was mit Ausrufungszeichen? Da. Ein Gaskollektor. Was hat er denn für eine Aufgabe? Natur ihrer Anfrage. Ich will schwarze Bad sehen. Helium. Lieferung Helium. Ich finde mit 20 Minuten 150 Kilometer in einer nahegelegenen Station. Du musst eine Anzahl von 5.000 Credits machen, die dir nachher erfolgreich die Funktion gestellt wird. Anzahl 5.600, Belohnung 8.700. 20 Minuten Zeit. Liefer innerhalb von 20 Minuten 150 Kilometer in einer nahegelegenen Station. Ja komm, das ist jetzt nicht der Bringer. Entschuldigung. Aber das ist jetzt der Punkt, den wir vielleicht machen sollten, ne?
Ich würde jetzt da erstmal noch schnell hinfliegen erst und dann beim Andocken das Ding übernehmen, weil sonst ist es nachher irgendwie doof, ne? Hier rechts, was machen die denn? Gaskollektor? Nee. Waffenfabrik, okay. Aber die dürfen mit uns nicht handeln. Ach, da kann man Geschützschirme selber. Aber laut unseren Unterlagen geht das nicht. Alles klar. Das heißt, wir machen da erst was. Als, sag schon, Lieferant da, ne? Spediteur, da dürfen wir arbeiten, oder wie? Fliegen wir erstmal hin, docken an. Wo ist ein Dockingport? Habe ich doch ausgewählt, oder? Ah, jetzt kommen sie, alles klar. Komm mal näher da. Docken. So, jetzt sind wir angedockt. Jetzt können wir das schwarze Brett aufrufen und jetzt nehmen wir mal den an. Keine Aufträge verfügbar. Lieferung, Mission, Lieferung, Helium. 100, minus 125, minus 154. Minus 125, 154. Die 100. Die ist ja am Arsch der Welt, oder was? Oder ist da? Ne, das ist Notruf. 154 ist da und 125 ist noch da, okay. Ach, ist doch nicht so weit. Ich dachte schon, ey. Das bedeutet, Lieferung Helium, wir fliegen durch das Tor nach Südwest. Was ist das da? Ne, das ist das große Nordwesttor. Da hinten ist noch eins. West-Südwesttor. Ja, das kann es ja nur sein. Gut, dann haben wir dann den Auftrag gerade angenommen und nehmen das Helium, was wir ja wohl hoffentlich mit haben, ne? Das müssen wir ja jetzt hier sehen. Ja. Und fliegen das da erstmal hin. Gut, okay. Das machen wir aber in der nächsten Folge zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und Kommentare gerne reingeschrieben, damit wir mitkriegen, was Sache so ist, ne? Alles klar. Ich sehe euch in der nächsten Folge, beziehungsweise höre euch. Bis dann. Ciao.